Einen wunderschönen guten Tag und ein freundliches Hallo nach Konnewitz und nach Rand-Berlin aus Spanien. Ja, Leute. Yeah. Freundliches Guten Abend zurück hier. Ja, ganz genau. Ja, genau. Nachdem wo ich mich jetzt endlich wieder einwählen konnte hier. Ja, guck mal, hast du vergessen, wie unsere Band heißt. Jedes Mal finde ich nicht den richtigen Link und dann, naja, egal. Komm. Egal. Jetzt hattet ihr geklappt. Das mit unseren schwierigen Zugangsdaten. Genau. Ganz genau. Ja. Nein, es ist aber nicht 1, 2, 3, 4. Das muss man schon mal genau, sagen. Genau, um das gleich mal klarzustellen. Genau. Also das braucht er ja nicht erst zu probieren. Es ist ähnlich simpel. Genau. Genau. Da sind wir wieder. Haben wir jetzt eigentlich schon über die Schweiz gesprochen oder nicht? Ich bin über völlig wen? Raus. Irgendwie. Worüber? Über das Schweiz-Konzert? Ja, ne? Ja. Heute? Okay. Nein. Sag mal, wer hat hier eigentlich den Sankt Bier im Kopf? Ihr oder ich? Ich nicht. Aber ich war ganz überrascht, dass schon wieder Podcast-Zeit ist. Das heißt ja, dass schon wieder 2 Wochen um sind. Ey, ist schlimm, oder? Die Zeit vergeht. Das ist total crazy. Ja, irre. Ja. Also wir haben schon über die Schweiz gesprochen. Ja. Okay, ne, beim letzten Mal. Beim letzten Mal. Genau. So. Und heute, also nicht Podcast heute, sondern Aufnahme heute, haben wir unsere Video-Ostereier aufgelöst quasi. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Haben wir das, ja? Ja, haben wir. Habe ich vorhin gemacht. Jetzt können wir ja drüber reden. Also das haben tatsächlich einige Leute rausgefunden, aber das kam auch wirklich sehr kreative andere Vorschläge, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich immer so ein, also so, wenn jemand wirklich sehr kreativ war, habe ich noch einen halben Punkt dazu gegeben irgendwie, weil ich es irgendwie auch cool fand. Genau. Aber jetzt brauche ich noch einen Moment, um die Gewinner auszulosen irgendwie. Das muss ich jetzt alles mal in meiner Excel-Tabelle irgendwie noch klarkriegen und dann, genau. Und dann wissen wir, wer die ersten Mieten klar finden. Ja, genau. Ja, ist auch nicht so einfach. Nee, ich mache das dann wieder mit Zufallsgenerator im Netz irgendwie. Der wählt mir dann die Zahl aus und dann wird das irgendwie klar. Ja, so mache ich das immer. Und das funktioniert eigentlich ganz schön. Und ich war sehr überrascht, dass das überhaupt irgendwie so viele Leute, die meisten haben 3 von den 4 gefunden, tatsächlich. Was ich wirklich krass finde, muss ich sagen. Krass? Ja. Genau. Dann kannst du jetzt auch mal sagen, welche Serien das waren. Dann finde ich sie vielleicht auch. Guckst du dir auf Facebook oder so an oder auf Instagram? Da habe ich heute, so, da habe ich genau die Szenen quasi markiert und so. Gut. Genau. Kann man ja nicht versehen. Sehr schön. Also das war schön. Ein paar Sachen waren tatsächlich im Video. Wir haben ja quasi nur, ich habe ja quasi die Sachen selbst eingebaut, also die Stellen. Und ein paar waren aber von vornherein schon in den Bildern drin, sozusagen. Das haben auch einige gefunden. Zum Beispiel die KDW-Tüte bei Chris im Studio. Da haben dann viele auf die Serie Eldorado KDW getippt. Und das war aber einfach nur eine KDW-Tüte, die da rumstand. Aber ja, das aber ist hätte sein ziemlich können. Cool. Das ist ja nur bei Chris sein Kaviar ausschließlich im KDW. Ganz genau. Ganz genau. Kaufen lässt. Ja, kaufen lässt, klar. Ich dachte, das wäre klar. Vom Schober-Dennis natürlich. Der sich dann auch ein Eis mitbringen darf. Genau. Ja. Nicht umsonst, aber er darf sich eins mitbringen. Apropos, die sehen wir ja alle wieder jetzt. Hä? Ja, krasses Ding. Ganz genau. Ja, aber ich würde nicht vorweggreifen, du wolltest wahrscheinlich noch was sagen, Sven. Nö, ach, das war es eigentlich schon. Also ich bin, wie gesagt, wir verkünden dann demnächst die Gewinner und so und dann, beziehungsweise die kriegen einfach eine Mail und dann läuft es. Ja, schön. Ja. Bevor ich es vergesse, darf ich mal ganz kurz dazwischen grätschen. Unbedingt. Ich habe jetzt die E-Mail gefunden, von der ich gerade sprach und zwar einen lieben Dank an Jana Samson und wie ich es rausgelesen habe, auch ihren Freund Jens. Ich will nicht so sehr ins Detail gehen. Ich habe eure Mail gelesen, die werden wir dann beim nächsten Podcast behandeln. Aber sie haben meine Kritik zum Depeche Mode Konzert sehr gut gefunden und sind auch drauf eingegangen. Und da sie gehört haben, dass ich mir kein T-Shirt gekauft habe, haben sie mir eins mitgebracht. Ach, Herr Jemine, meine Güte. Und zwar, so wie ich sie lese, ein limitiertes T-Shirt. Also meine Lieben, sehr großen Dank an der Stelle und sagt mal Bescheid, wenn ihr irgendwo zum Konzert hinkommt. Dann lasse ich euch auch gerne mal auf ein kleines Meet and Greet und ein kleines Getränk ein. Ach, so kann man auch ein Meet and Greet mit uns, nee, mit dir dann gewinnen. Ja? Ihr wisst doch, wir schenken, öffnen wir noch ja keine Tür und Tor.
Wir gucken die mit dem Arsch nicht an. Nee. Wir nippen einfach an, wir nippen einfach an deren Getränken. Genau. Selbstverständlich und sind total unfreundlich die ganze Zeit. Und pöbeln. Sag mal, unter uns, wenn er noch zwei Tütchen Kaffee mitbringt, dann ich frag mal, sprechen die beiden auch mit euch. Ich nehme quasi aus der ganzen Episode für mich raus, dass ich jetzt immer, wenn ich bei Konzertbesuch mal über die hohen T-Shirt-Preise jammere, sage, dass ich mir leider keins kaufen konnte und dann einfach nur den Posteingang checke. Ja, ganz genau. Größe S. Ja. Genau. Ja. Ich habe Größe L, aber ich möchte einfach Metric-T-Shirts haben von jeder Tour. Also insofern, ja. Ja, sie haben auch geschrieben, dass sie für mich erstmal Größe L genommen haben, aber nur weil Größe M so klein aussah. Ja, aber ich kann euch beruhigen. Weil du immer so korpulent wirkst in den Videos. Stand da, glaube ich. Größe L ist völlig in Ordnung. Größe L ist völlig in Ordnung. Bei den vielen Kuchen und Kaffee. Sag, ich muss ja, bin ja an der Plätzchen- und Kuchenfront sehr gut vertreten. No, da redet er nicht. Da ist ein L mit ein bisschen Spielraum für Jules. Jetzt mal ohne Scheiß, das ist natürlich eine super, super coole Kiste. Ist Wahnsinn. Das ist total krass. Wahnsinn. Tierisch. Ja. Und mein erstes Deepish Motor. Trotzdem, ja, bisschen, mir also, wir sind eigentlich schnappbillig trotzdem, dass wir nichts kriegen. Ich bin neidisch, aber ich freue mich auch sehr für dich. Und ich finde es sehr nett. Freue ich mich auch, ja. Genau. Unfassbar nett, finde ich das. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mir nochmal das kurz. Also wie gesagt, vielen Dank nochmal an der Stelle und sehr gut. Wir treffen uns dann hoffentlich. Hab ich das mal erzählt, dass mein neues Handy jetzt ständig immer so Vorschläge schickt, die so völlig unpassend sind? Nee. So Nachrichten. Also zum Beispiel, weil jetzt zu diesem Satz hätte mein Handy mir direkt angeboten, gern geschehen. Echt? Und das ist also angeboten quasi als Antwort, weißt du, dass ich so als Schnellantwort stehe dann immer schon oben da. Echt? Ist das so ein Konversationshelfer oder was? Wolltest du sagen, du hast das Conversion Pro? Ja. KI, Conversation Pro. Echt, also KI Schnullifax. Und manchmal ist es, also meistens passt es natürlich perfekt, aber es ist jetzt nicht so, wie ich es formulieren würde. Mhm. Und manchmal ist es so herrlich unpassend, dass ich kurz davor bin, da einfach drauf zu drücken. Gerade dieses gern geschehen, das passt so oft nicht. Ne, du kennst dich halt auch, da bin ich echt in Versuchung. Ja, also wenn er irgendwann mal so eine komische Antwort kriegt, dann habe ich das mal, dann konnte ich nicht widerstehen. Dann wissen wir, dass wir das Äquivalent zu leck mich am Arsch, du nervst gerade bekommen haben. Ja, genau. Ganz genau. Ja. Herrlich. Ansonsten, so ein Spaß schon wieder. Ja, ansonsten gab es wieder lustige Fake-Profile auf Facebook und auf Instagram habe ich heute auch noch einen entdeckt. Liebe Leute, ich schreibe niemanden an. Und ich außer die, die er gut leiden kann. Ja. Ja. Da schreibt er dann meistens nur Hallo. Genau. Wie geht's? Genau. Weil er so schüchtern ist. Genau. Entschuldigung, Sven. Ich bitte auch wirklich niemanden um Geld, weil, also ich habe jetzt auch gehört, dass das Scammer sind. Also einfach ignorieren, melden ist immer super. Das hilft alles nicht. Also ja. Außer das ist so ein Fake-Profil von mir. Ich frage solche Sachen wirklich. Sehr schön. Ja. Nee, aber das, nur die Fake-Profile fragen nicht nach Geld. Erkennt den echten André Feller daran, dass er euch anschnurrt. Genau. So bin ich ja zu meinem Deepish Mode Shirt gekommen. Stimmt. Einfach mal senden an alle. Ach Mensch, ich hab noch eine kleine Sache in Bezug auf Tierwohl. Ja, erzähl. Ihr kennt ja alle unseren kleinen Kater Peanut wahrscheinlich. Ja. Den wir jetzt als letzte bekommen haben. Und der hat ja leider diese Fellkrankheit und leider auch Leukose. Mhm. Und jetzt müssen wir ihn leider abgeben, weil er muss getrennt gehalten werden von den anderen beiden Katzen, damit er die nicht ansteckt. Ne? Und er ist natürlich jetzt mega einsam, weil er darf auch nicht raus und nicht. Und falls jemand irgendwo was kennt, wo solche Katzen schon sind, wo er hin kann, wo er keinen anstecken kann. Keine Ahnung, wo auch immer. Wir bringen ihn hin. Wir sorgen für die Tierarztkosten. Er soll bloß halt nicht in Einsamkeit leben und er soll mit anderen Katzen zusammen sein. Ja. Wenn er irgendwas hört, schreibt hier ruhig an den Podcast oder mich an im Messenger über Facebook. Ich wäre euch da sehr dankbar. Ach, da findet sich bestimmt jemand, oder? Also bei den ganzen Katzenfans. Ja, einige, ja. Ja, ich hoffe. Also er ist mega sozial, total lieb, völlig umgänglich. Das ist ja bestimmt auch richtig scheiße für euch. Ihr habt euch ja jetzt auch schon richtig dran gewöhnt, und so. War kacke. Es ist, man ist immer wieder den Tränen da, wenn man drüber spricht. Aber es wäre einfach egoistisch, ihn zu behalten, weil er ist einfach einsam. Ja. Das ist nicht gut. Ja. Oh je, so, gut, jetzt wart aber wirklich, jetzt ist wirklich mit den, mit den Einwürfen. Jetzt seid ihr dran. Wir hatten hier auch wieder so eine kleine Hündin irgendwie, die von irgendjemandem schlecht behandelt wurde quasi und aber immerhin bei einem Tierarzt gelandet ist und die konnten wir tatsächlich auch inzwischen vermitteln. Die hatte ganz große Brandwunden auf dem Körper, also so richtig große
und Tumore und so. Und das wurde aber jetzt alles schon operiert und so. Und da geht's wieder ganz gut. Ja, wobei sich auch rausgestellt hat, die ist sehr anhänglich wohl an die Menschen und auch, ja, bisschen eifersüchtig auch gerne, was so andere Hunde anbelangt. Aber ja, nee, keine Ahnung, da müssen ja jetzt die Leute mit klarkommen. Aber ich glaube, die ist neben umgekrempelt der neuen. Ja, ja, genau. Ich glaube, die ist ein klein bisschen Chaos, Hündchen, aber ja, eine ganz süße irgendwie. Und ja, das wird sich, normalerweise gibt sich soweit ja immer, wenn mal ein bisschen Zeit so ins Land geht. Ja, na, wenn man es langweilig haben will, kann man sich Fische halten, oder? Also. Ja. Oder halt Tamagotchi. Ja, das gab es früher auch mal. Ja. Ganz genau. Ja, so. Na krass. Schön, oder? Jetzt sind wir bald bei Unter schwarzer Flagge, Leute. Genau. Ja. Mensch. Ja. Unter schwarzer Flagge, jetzt also am Wochenende. Ja. Ey, total. Ja, klar. Ja, total krass. Ja. Drückt uns mal alle die Daumen, dass es mit dem Wetter noch ein bisschen nach oben geht mit den Temperaturen. Das sieht gerade irgendwie echt, es sieht gar nicht so frisch aus. Aber es ist vielleicht besser, als wenn es so super heiß ist, oder? Da knallt der Alkohol so. Naja. Nein, du. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, nee. Hast du auch wieder recht, ja. Nee, aber trotzdem, das wird bestimmt mega. Ja. Ey, freue mich da voll drauf, ja, ja. Und wirklich so schön zum Nachmittagscafé aufspielen, ist bestimmt geil. Ich vertraue auf die Menschen, dass die trotzdem riesen Party machen können, auch um wann auch immer wir da spielen. Wir sind auf jeden Fall 16 Uhr oder 16, kurz nach 4 sind wir schon fertig, auf jeden Fall. Du kennst doch das Phänomen, sobald die Leute einen Fuß auf den Ausflugsdampfer setzen, ist doch 10 Minuten später. Ja. Ja, sind die doch auf dem besten Wege. Da baue ich auch drauf. Ja. Na klar. Das wird abends zu betrunken für Blutengel zu sein. Naja, die können ja dann auf dem Landgang wieder ausnüchtern. Die nüchtern ja wieder aus, da hast du recht. Genau. Ja, klar. Man kann sich quasi bei Kaffee, zweimal besaufen. Kuchen, schön Eis. Ja. Sehr gut. Und wir gucken mal, ob wir das auch schaffen, da irgendwie noch so ein bisschen drum, also draußen rumzulaufen, so wollte ich sagen, ja. Oder? Also gucken wir mal. Na, Drachenfels ist ja wohl mal Pflicht, mit der Bahn fahren und so, da habe ich voll Bock. Ja. Und Nina hat ja schon gefragt, ob wir unsere Rucksäcke gepackt haben und falls nicht, was wir dann vorhaben. Leute, das überlassen wir doch wie immer euch. Da geben wir uns doch vertrauensvoll in eure Hände, was wir vorhaben. Und was wir da essen und trinken. Kaffee und Gin? Ja, Kaffee, das Gin. Ist das Mojito-Eisbecher? Ganz genau. Nina hat uns ein paar Fragen gestellt. Welche drei Dinge dürfen bei einem Landgang in Königswinter nicht fehlen? Insbesondere unter Berücksichtigung, dass es dort Drachenfelsen mit Bahnen, Drachenburgen und Drachengärten geben soll. Feuerlöscher, würde ich sagen, wa? Wenn ich so an Grisou denke. Kam mir auch gerade in den Sinn, ja. Marshmallows. Stimmt, ja, ist auch schön. Und Sonnencreme, falls wir wirklich draußen sind, länger als 10 Minuten. Ist Jeans eigentlich noch da? Ich bin noch da, ich überlege. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel mitschleppen auf Landgang, wenn ich ehrlich bin. Nee, eigentlich auch nicht. Bisschen Notfallzaster, falls wir irgendwo einkehren. Ja. Ich glaube, Anja und Alex haben alles mit. Ah, stimmt. Die müssen wir. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass die mit dabei sind. Oder? Das stimmt. Ja. Wenn wir die dabei haben, können wir auf einem Landgang gar nichts machen. Dann kommen wir nicht vorwärts, weil Alex an jeder zweiten Bank Pause und rauchen will. Ach so. Pause aber draußen, machen und rauchen will. Draußen kann man doch auch beim Laufen rauchen, oder? Nee, das kann auch. Alex nicht. Du warst ja beim Landgang in Zürich nicht dabei. Ach, stimmt, ja. Ja, stimmt. Stimmt. Grüße. Hallo, Schatzis. Alex. Genau. Ja, dann müssen wir uns noch was einfallen lassen. Vielleicht brauchen wir noch einen Wagen, so einen Pollerwagen, wo wir den Alex reinsetzen. Ein Pollerwagen, ja. Sehr gut. Mit seiner E-Zigarette. Groß genug für mindestens drei Leute. Hat Nina eigentlich geschrieben, ob sie kommt? Ich weiß Nina, gar nicht so genau. Nina, bist du da? Nina war auf jeden Fall in Zürich. War das jetzt auch eine Antwort? Ja, na klar. Funktioniert so gar nicht, weißt du? Ah, ja. Mist. Okay. Also ich nehm keinen Rucksack mit, um die Frage zu beantworten. Nee, ich nehme meinen kleinen Rucksack, nehme ich bestimmt mit, einfach damit ich ihn dabei habe, weil ansonsten suche ich den immer, wo er ist. Das ist dann auch blöd. Wir haben noch von Annette eine Schnellrunde zu dem ganzen maritimen Zeugs bekommen. Das können wir vielleicht am Ende machen von der. Ja, oder? Haben wir hier schon mal angeteasert. Wissen wir das schon mal? Genau. Und können jetzt erstmal zu den anderen Fragen kommen. Nämlich Jürgen, unser lieber Jürgen, fragt sich oder uns, was er denn eigentlich von August bis Oktober machen soll, wenn wir ja nicht
unterwegs sind, weil wir sind ja jetzt im Sommer, jeden Monat kann man uns sehen, aber im August, September und Oktober halt nicht. So, kommen da noch Konzerte, also von Solar Fake jetzt erstmal nicht. Seraphin spielen auf dem Mera Luna. Ach, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Seraphin spielen noch auf zwei Festivals. So. Ich glaube, Mera Luna schon angekündigt und dann noch eins. Und ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche Konzerte? Fliehende Stürme bestimmt, oder? Aber glaube ich auch nicht von August bis Oktober. Nee. Aber stimmt, Jürgen war noch nicht bei einem Fliehende Stürme Konzert. Wird ja wohl mal Zeit. Ja, Jürgen, auch da wird es gehen. Wir waren erst in Frankfurt. Muss ich mal schimpfen. Krasses Ding. Ja. Ja. Würde sagen, Jürgen, erweitere mal deinen Horizont, dann hast du auch nicht so viel Leerlauf. Ganz genau. Nein, der Jürgen, der ist doch hier. Ach, Jürgen, weißt du, wie wir unterwegs. Genau. In mehreren Genres sogar. Und André, bei dir? Ich habe keine Konzerte, nee. Ich bin da raus dieses Jahr konzertmäßig. Okay. Also außer Solarfake. Naja. Na gut. Gut, aber die eigentliche Frage war ja von Jürgen, ob wir noch was ankündigen und ja. Nee. Nein. Erholst du dich schön, dass du dann fit bist? Genau, so sieht's aus. Und hier Oberhausen. Oberhausen ist ausverkauft inzwischen. Wie krass, oder? Ich meine, das war jetzt im krasses April Ding. Ist das ausverkauft für November. Wie unglaublich. Total krass. Und es ist echt Wahnsinn. Ein bisschen schade. Wir hatten ja eigentlich, also wir hätten gerne noch den... Dass wir da nicht können. Ja, das ist eigentlich schade, dass wir da nicht sein werden. Nee. Ganz wichtiger Friseurtermin. Ja, genau, ganz wichtig. Aber wäre eigentlich geil gewesen, wenn man dann am Samstag gleich noch ein zweites Konzert machen können, aber das gab einfach wirklich keine Termine, wo wir ein Doppelkonzert hätten spielen können. Insofern blöd. Wer spielt denn der Samstag, weißt du das? Nee, keine Ahnung. Aber da wir ja frei haben am Samstag, können wir ja mal gucken. Also, Ja, Gästeliste, genau. Sag ich dann nur. Genau. Ja, aber wie krass, oder? Also, jetzt macht er das bei den anderen Konzerten noch genauso. Genau. Und dann wird das voll die mega fette Tour, absolut, Leute. Absolut. Dann rasten wir richtig aus. Dann wird das unser großer Durchbruch schon wieder. Der nächste Durchbruch. Unglaublich. Der nächste große Durchbruch. Nicht zu fassen. Und wir haben das diesmal tatsächlich so gemacht, weil wir haben die Leute gehört, denen das letztes Mal zu voll war. Wir haben wirklich ein paar Tickets weniger verkauft diesmal, damit es ein bisschen netter wird. Also es sind nicht so viele. Also wir haben jetzt nicht 100 Tickets weniger verkauft oder so. Wir haben auf 150 Leute begrenzt. Genau, und sind jetzt schon ausverkauft für November. Glückwunsch. Nein. Empore ist zu. Genau. Nee, es sind, glaube ich, 20 oder 30 weniger oder so. Aber weil es einfach, das war letztes Mal, war es wirklich ein bisschen zu, war einfach ein Tick zu dolle irgendwie. Ja. Genau, so, dachten wir uns, scheiß drauf, können wir machen. Iron Seafish ist ein neuer Fan und findet, dass Sven bei Dreadful Shadows anders gesungen hat, als er jetzt tut, aber es gefällt ihm jetzt besser. Ja, das ist schön, das freut mich. Er hat den Eindruck, dass du im Laufe der Jahre mehr zu deiner eigenen Stimme gefunden hast, durch Seraphin und so. Ja, das kann durchaus sein. Also ich singe jetzt tatsächlich anders. Was war denn das gerade? Mir hat gerade irgendwas ganz merkwürdig geknallt hier. Stimmt. Also ist mir auch irgendwann mal aufgefallen, als ich so mal alte Songs von Shadows irgendwo aufgenötigt bekommen habe zum Hören. Da habe ich wirklich ganz anders gesungen. So ein bisschen aufgesetzt irgendwie. Habe ich mir, glaube ich, so seit Seraphin mache ich das auch nicht mehr. Ich glaube, schon beim letzten Shadows-Album war das schon nicht mehr. Also bei Cycle, glaube ich, war das schon nicht mehr so. Mir fällt es so auch viel besser. Und das macht, das passt besser irgendwie. Also hat er richtig beobachtet. Ja, finde ich auch, ja. Also absolut. Laura fragt, ob wir es schade finden, dass wir keine großen Welttourneen machen, sozusagen, oder ob wir das eher positiv finden, weil man dann mehr Zeit hat. Ich habe die Frage ein bisschen umformuliert. Ich würde mal sagen, große Welttourneen machen echt nur Spaß, wenn man auch ein großer Weltstar genau. ist. Also wenn man im Jet von Punkt A nach Punkt B fliegt und dann abends im Bademantel hingefahren wird und danach gleich wieder in die Luxus-Suite zurückgebracht wird. Ich glaube, auf unserer Größenordnung würde eine große Welttournee jetzt nicht so viel Spaß machen, weil wir ja dann alles selber fahren müssen. Ja. Fragt euch mal, warum euer Lieblingsdrama graue Haare hat. Ja. Das war die Amerika-Tour. Erste US-Tour und Kraut kommt dort zurück. Nee, also ich finde ja, wir spielen ja schon relativ viel. Also ich finde wirklich, wir spielen ziemlich viel. Und
jetzt sagen wir mal so. Wir haben es ja so schon mal gesagt, wir sind ja eigentlich tatsächlich auch sehr zufrieden. Ne? Also ja, man muss ja nur nicht immer nach den Sternen greifen, um einfach zufrieden zu sein. Also das nee, absolut nicht. Und ich finde, man will ja den Leuten nur nicht auf den Sack gehen. Also das finde ich das auch wichtig. Das kommt dazu, ja. Ja. Und ja, und so eine Tour über 2 Jahre, wo du dann auf jeden, in Länder gehst, wo wir ja nicht veröffentlicht werden, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also das ist wirklich Quatsch. Insofern, ich finde es super, so wie es ist, irgendwie. Ich finde das toll. Und wir spielen ja relativ viele Konzerte. Also, nö, finde ich gut. Ja. Genau. Die Nina hat noch entdeckt, dass der Orkus unsere Tour präsentiert und was das für uns als Band bedeutet, fragt sie sich oder uns. Bedeutet das? Ich weiß ja nicht, was das im Einzelnen bedeutet. Die stehen mit drauf und berichten über unsere Tour, glaube ich, so. Also, ich glaube, das ist so das. Oder? Das heißt, dass wir unseren Durchbruch geschafft haben, Sven. Stimmt, genau. Ja. Im Orkus findet er dann wahrscheinlich auch in der nächsten Ausgabe einen größeren Bericht über uns. Und Starschnitt von Sven. Ganz genau, ja. In Lebensgröße, wie er sich auf so einem Bärenfell regelt. Genau. Mit süßen Kunstbärenfell. Natürlich. Ja, nein, logisch, ja. Alles andere wäre ja eklig. Ein veganes Kunstbärenfell. Ja, also, wie gesagt, nächsten Orkus auf jeden Fall mal reinschauen und draufschauen. Da können wir ja dann nächstes Mal drüber reden, wenn er dann mal draußen ist. Aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an, wenn eine Zeitung auf ihn zukommt und sagt, hier, die ist ist ja auch keine unbedeutende Zeitung in der schwarzen Szene. Mhm. Ist schon cool, wenn die fragen, ob wir auf jeden Fall, ob wir uns präsentieren dürfen. Ja. Besser als die Bild. Ja. Das wäre eine Überraschung. Aber wenn die uns präsentieren würden, wäre die Welttournee in greifbarer Nähe als im August. Das stimmt, ja. Ob man das will, ist die Frage. Das Gute ist, man ist ja sein eigener Chef und kann es einfach ablehnen. Ich meine, wenn in die Bild-Zeitung hofiert, muss man ja vorher auf jeden Fall ein riesen Arschloch gewesen sein. Da musst du auch richtig falsch gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also von daher nehmen wir es mal positiv. Ja, auf jeden Fall. Dass sich keiner von uns interessiert. Ja, genau. Wir haben, ich weiß jetzt ja nicht so genau, also ich habe Ohrenbluten gemacht. Ich weiß nicht, ihr seid nicht so richtig dazu gekommen. Ich habe es wirklich nicht geschafft. Ich war gestern noch bis spät abends unterwegs und heute auch bis... Ob meiner Probleme mit dem Einloggen, habe ich leider nicht reinhören können. Eigentlich hättest du die Zeit ja nutzen können. Ja, aber ich hatte damit zu tun, mich nicht zu blamieren und wollte das, aber hat alles nicht geklappt. Habt ihr denn mal so kurz reingehört? Wir wollten eigentlich so alle mal über dasselbe Album reden, haben wir vorhin noch so kurz mal geschrieben. Habt ihr kurz mal reingehört oder so gar nicht bisher? Gar nicht. Also tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, ein Neubauten-Album ist wirklich nichts, wo man mal kurz reinhört. Wo man mal kurz reinhören muss, ja. Und dann seinen Senf dazu geben, also da würde ich mir wirklich bescheuert vorkommen. Lass uns das so machen, du erzählst jetzt ein bisschen drüber. Ich erzähl mal weiter. Wir machen es als Hausaufgabe für das nächste Mal und dann sagen wir was und dann gucken wir mal, wie wir uns da annähern. Okay. Ich sehe gerade Ketka auf Platz 1. Ja, Ketka ist auf 1, ja, genau. Kennst du die zweiten? Ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Mal ganz kurz noch die Charts analysieren. Ich hab das gerade gar nicht vor mir. Ich weiß gar nicht. Ruang Bin, Ala Sala. Spricht man eigentlich ganz anders aus. Okay, Entschuldigung, klingt, du wolltest gerade was über zu den einstürzenden Neubauten erzählen. Ja, mit unserem Lieblingssänger Blixer Bargeld am Mikrofon auch und so. Das Album heißt Rampen und das war auf Platz 5 in den Charts, was ich ziemlich dolle finde irgendwie. Mhm. Ich glaube, ich habe es mir insgesamt 3-mal angehört. Mhm. Jetzt inzwischen seit gestern. Und ich finde, ich bin wirklich sehr zwiespalten, muss ich sagen. Ich finde es teilweise wirklich ganz cool. Ich finde, gleich wie es losgeht, der erste Song, Wie lange noch, ist ziemlich, den mag ich wirklich, weil der ist auch, der geht ein bisschen ab und so. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn die so sehr lahm sind irgendwie, weil das sehr ähnlich immer wird und so. Nun ist es durch den Gesang sowieso immer sehr ähnlich, alles irgendwie. Was ich an denen schön finde, also ist der Songaufbau einfach so. Das fängt halt immer relativ ruhig an und gewinnt dann tierisch an Energie. Dann gibt's noch mal irgendwie einen Bruch und dann geht's weiter. Also das mag ich sehr. Ich finde, das Album klingt doch echt schön irgendwie und interessant. Mich nehmen die Texte tatsächlich selten, sehr selten mit. Aber es gibt auch einen richtig tollen Text von dem Song Es könnte sein. Den finde ich richtig, richtig gut. Und den Song hat mich richtig zum Lachen gebracht,
Weil, ich weiß nicht. Ganz genau. Weil ich dachte, da habe ich einen Ausschnitt gehört. Ja, das tatsächlich, weil ich habe wirklich, ich habe den gehört und dachte, krass, der schreibt über die Handwerker hier in Spanien. Und zwar alle, also das, alles in diesem Text ist über die Handwerker. Ich habe den mir hier mal rausgeschrieben. Ich kann ihn ja mal kurz vorlesen. Ist alles verschoben. Das ist nicht hier und auch nicht da. Noch nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was sich da nur verschoben hat. Auch tatsächlich in diesem Slang, auch in dem Berliner Slang ist das alles gemacht. Das ist nicht mehr da, da wo es war. Und auch noch nicht da, wo es sein sollte. Noch nicht. Irgendwie schief. Alles hat sich aufgelöst. Was nu? Irgendwann ist es denn soweit, dann ist es da, aber noch nicht. Das ist der Text von dem Song. Original spanischer Handwerker. Fantastisch. Großartig. Das hat mich wirklich sehr amüsiert. Ansonsten eigentlich ein, ja, ich weiß nicht, also, ja, es fällt mir wirklich schwer zu sagen, wahrscheinlich müsste man es noch 10-mal hören. Ich habe mich bei ein paar Songs, habe mich wirklich ertappt, dass ich immer wieder vorgeskippt habe, weil ich es einfach nicht, die Warte nicht aushalten konnte, irgendwie, bis irgendwas passiert. Das finde ich einfach manchmal sehr anstrengend. Dafür bin ich, glaube ich, zu wenig Künstler und viel zu sehr Mensch, der irgendwie unterhalten werden will. Und wie gesagt, die Texte so jetzt im Groben sagen mir nicht allzu viel. Also ich finde das irgendwie, mich machen Texte viel mehr an, womit, ja, also wo nicht einfach Worte aneinander gereiht werden, sondern wo irgendwie ein ganz normaler Satz gesagt wird, der aber ganz viele Bedeutung haben kann oder der irgendwie einen ganz irgendwo berührt oder so. Das passiert da an keiner Stelle irgendwie. Insofern, wir können halt ja, mit Kunst nicht anfangen. Kannst du auch so genau sagen, wie das? Genau. Das ist, glaube ich, wirklich, das ist einfach der Unterschied zwischen mir und einem Künstler. Ich bin halt einfach kein Künstler und ich kann damit auch nicht so viel anfangen. Ich kann das auch nicht. Also ich kann es ja, deswegen habe ich wahrscheinlich das Neubauten-Album, kann ich jetzt hören. Aber ich weiß jetzt schon, dass mir die Texte nicht zusagen, weil es mir einfach zu künstlerisch ist. Und ich bin da echt nicht genug Künstler, um das zu verstehen. Ich muss aber sagen, also es gibt Texte von Neubauten, die mich auch wirklich, also die ich wirklich toll finde. Also gerade auf dem Album Ende Neu, finde ich, gibt es echt sehr viele Texte, die ich großartig finde. Also hier, wie gesagt, also hier, es könnte sein, den finde ich wirklich gut. Genau, so. Ich wüsste jetzt ja nicht mal, wie viele Punkte ich geben will, weil auf der Innenseite, wie gesagt, auf der Innenseite finde ich es toll, auf der anderen Seite nimmt es mich ja nicht mit. Vielleicht so 3 irgendwie oder so. Naja. Würde ich mal sagen. 3 Ohren finde ich ganz gut, ja. Genau. Genau, wie ist es denn musikalisch? Gibt es da irgendwelche Überraschungen? Naja, nicht wirklich. Ich meine, klar, die Sounds sind natürlich. Ich sag mal so, in den 18 waren solche Sounds halt einfach sehr cool, weil niemand wusste, wie man das hinkriegt. Ja. Irgendwie. Das verliert natürlich so ein bisschen seinen Reiz, wenn man nicht dazu ein Making-of sieht, irgendwie, wie sie es aufgenommen haben. Ja, klar. Irgendwie. Klar. Trotzdem ist das schön. Also ich finde, was ich bei den Neubauten immer unfassbar geil finde, ist der Bass-Sound irgendwie. Das ist wirklich, das ist so toll. Und auch das, was der Bassist spielt, ist großartig. Also da bin ich großer Fan von. Ansonsten klar, die Rhythmen, das ist wirklich cool. Mir ist das insgesamt ein Tick zu lahm für meinen Geschmack, aber das passt zu den Songs. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist auch, dass das halt wirklich eigentlich immer derselbe Gespräche und Gesinge über jedem Song drüber liegt, quasi mit anderen Worten. So, das finde ich auch ein bisschen anstrengend auf Dauer irgendwie, aber das kann man mal aushalten. So. Mich hat lustigerweise in irgendeinem Song hat mich die Sprechweise an diesen Schauspieler, so ein alter Schauspieler, Passetti heißt der, ja, der irgendwie früher bei den 3 Fragezeichen genau irgendwie mal den Dingens da gesprochen hat. An den hat er mich teilweise erinnert, wo ich gesagt habe, komisch. Aber klar, der ist halt inzwischen, ist Blixer Bargeld auch keine 20 mehr. Naja, ich bin gespannt, was ihr dazu meint, falls, wenn ihr euch das mal anhört oder so. Mal gucken. Also ich bin jetzt wieder ein bisschen neugierig geworden, auch durch dieses Feature da letzten Freitag, was ich gerade erzählt habe, bei D-Radio. Ja. Da könnte man fast meinen, der war ja sympathisch, da war er offensichtlich mal gut gelaunt. Okay. Das war ganz interessant. Und ich habe die letzte Platte ja auch schon komplett verpasst. Und das ist jetzt ganz komisch, dass so 2 hintereinander kamen. Aber ich werde die mir auch mal wieder reinziehen. Also bin dann trotzdem doch zu neugierig. Wie gesagt, ich kann eigentlich mit ihrem Spätwerk
echt gut was anfangen. Ich finde vor allem die alles wieder offen. Ich hatte die Neubauten lange aus den Augen verloren und dann hat Huber, unser fliehende Stürmerpasser, mir die Platte mal vorgespielt. Dachte ich, ach krass, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Die finde ich echt richtig cool. Also von vorne bis hinten auch ruhig, aber nicht so langweilig ruhig, sondern die ist echt super cool. Aber die ist mittlerweile auch schon von 2007. Okay. Und danach kam ja auch so eher so Improvisation, dann so ein Konzeptalbum über den Ersten Weltkrieg. Das ist auch irgendwie interessant, aber auch halt auch total freakig, ne? Und die alles wieder offen, so gut wie für Neubauten geht, eine ganz normale Schallplatte halt irgendwie. Da war ich völlig überrascht und war dann echt auch großer Fan, so bis zum WGT, bis zum Verein. Zum Besagten, ne? Übrigens, ich muss noch WGT, und weil ich unseren Basser erwähnt habe, nachtragen, also direkt nach unserem Podcast irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe, hat unser Bassist mir geschrieben, dass er sich beide Arme gebrochen hat. Oh, was? Scheiße. Scheiße. Das heißt, wir spielen natürlich zu Pfingsten keine Konzerte. Oh Gott, und, wie kann man sich denn beide Arme brechen? Wobei? Mit dem Fahrrad. Ah. Also, wenn du dann über den Lenker fällst und dich abstürzt. Ach, Scheiße. Aua. Dann geht das offensichtlich schneller als gedacht. Ja, da hat wirklich schön eingegipst, so wie man sich's vorstellt. Fuck. Schön im 90-Grad-Winkel. Okay. Sitzt da jetzt blöde rum. Oh Gott, da kannst du ja gar nichts machen, wenn beide Arme wechseln. Wollte ich schon sagen, führ dir mal vor Augen, was du dann alles nicht mehr machen kannst. Naja, das ist. Aber aus dem Pflegedienst schon heute auf morgen. Eigentlich schon. Ich wollte nicht so sehr ins Detail gehen, wie das alles managt. Oh Gott. Ich kenn's. Na, gute Besserung von hier. Ja, richtig alles Gute. Aus, Shit. Ja, das ist blöd. Wie lange seid ihr denn da jetzt außer Betrieb? Genau. Naja, wir haben jetzt erst da bis Ende Mai gecancelt und hoffen, dass wir dann im Juni, da werden die nächsten Konzerte Anfang Juni, da wieder am Start sind. Ja. Oje, oje. Genau. Stimmt, ihr habt ja auch direkt nach unserem, auf der Hallig, ne? Irgendwie habt ihr auch direkt am nächsten Tag. Ja, genau. Das ist witzigerweise auch gerade für unseren Bassisten super wichtig, das Konzert, weil das quasi so eins unserer raren Privatkonzerte ist quasi, wo ein sehr guter Freund von ihm Geburtstag hat. Also wir haben es natürlich so gemacht, dass es dann trotzdem ein öffentliches Konzert ist, weil wir es nicht machen, so quasi auf Geburtstagen spielen. Nee. Aber der Anlass ist quasi ein sehr guter Freund von ihm und Oh je. Naja, der ärgert sich natürlich selbst am meisten. Na weil klar. Letztens noch meinte, ach, noch zwei Konzerte im Mai oder so wären schön und da habe ich mich da tierisch ins Zeug gelegt, alte Anfragen bearbeitet und wirklich gerade bei Facebook gepostet und irgendwie 6 Stunden später. Sehr schön. Ja, naja. Oh je. Yeah. Genau. Ja. Naja. So viel hier. So, sehr was gut. Müssen wir noch machen? Ich weiß ja nicht so genau. Ach Mensch, wir haben, was wir total vergessen haben, letztes Mal, das ist schon ewig her, Carina und André haben ihrem Sohn Johann zum 18. Geburtstag gratuliert. Und wir mit und wir haben es vergessen. Wir haben es vergessen Mist, anzusagen letztes Mal. Total blöd. Nachträglich alles nachträglich. Gute. Genau. Ich sag mal so, wenn es der 18. war, könnte er jetzt langsam wieder nüchtern sein. Dann mal, Johann, eventuell. Alles Gute nachträglich. Genau. Ja. So sieht's aus. Ansonsten könnten wir mal unsere Schnellrunde machen, klar. Oder? Und zwar von Annette. Zu maritimen Themen quasi. Oh je. Rudern oder segeln? Segeln. Kannst du segeln? Nö, aber rudern kann ich auch nicht. Heißt ja nicht, dass ich selber segeln muss. Ich kann ja mitsegeln. Ach stimmt, ja, das geht. Du kannst auch mit rudern. Ja, nee, das wollte ich eben nicht. Auf dem untersten Deck? Weil ich bin der Trommler, ne? Das bist du. Ja, das haben wir ja schon erfahren auf dem Zürcher See. Aber du kannst natürlich auch das Steuer bedienen beim Rudern. Ne? Das geht auch. Also wenn du... Nee, ich bin Trommler, ich trommel. Okay. Aber segeln finde ich eigentlich auch ganz schön. Ja, aber kannst auch nicht. Jeans, was meinst du? Ja, also wenn ich nicht auf so einer Galliere hinten drauf sitze und trommel und euch beide antreibe, dann fände ich allerdings auch segeln klingt irgendwie entspannter, oder? Das auf ist jeden so. Fall. Die ja, Rudern klingt schon so stressig irgendwie. Mein Onkel war Rudertrainer irgendwie zum Beispiel und ich glaube, das also vor allem fährst du ja mal rückwärts, das ist total bescheuert. Ne? Ja gut, aber, in welche Richtung du guckst, ist eigentlich egal. Aber Jeans, selbst wenn du der Trommler auf so einer Galeere bist, sitzt du immer noch mit mindestens 30 verschwitzten Männern auf einer Galeere. Und also die sich, wer weiß, wie lange nicht waschen konnten. Auch da würde ich sagen, segeln ist doch viel schöner. Ja, auf jeden Fall. Stimmt, überzeugt. Überzeugt. Ja. Kompass oder astronomische Navigation? Also da muss ich ja ehrlich sagen,
Solange irgendjemand davon einen Plan hat. Ja, Google Maps, genau. Würde ich vielleicht eher zum Kompass tendieren, weil astronomische Navigation auf dem Kompass steht, wenigstens wo Norden ist. Bei astronomischer Navigation musst du es ja selber rausfinden. Ja, aber ja, ich habe von beidem wirklich keine Ahnung. Also ich glaube, es ist ganz gut, dass wir keinen Segelschein haben. So seid ihr ja nach Spanien gekommen. Ja, ja, genau. Also ich könnte mich jetzt nicht mehr entscheiden. Ich weiß es ja nicht irgendwie. Ich wüsste ja nicht, was astronomische Navigation ist wahrscheinlich dann relativ. Nach den Sternen. Ja, nach den Sternen. Das ist mir schon klar, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also wie man das macht. Das weiß doch keiner von uns. Das weiß ja keiner. Nee, eben. Aber das ist bestimmt ein bisschen sicherer als irgend so ein Kompass, oder? Wenn da irgendjemand mit einem Lautsprecher neben dir steht, dann fährst du ja immer im Kreis. Quasi. Ich nehme astronomische Navigation, weil ich glaube, dass das besser ist, wenn jemand davon einen Plan hat. Ich nehme die auch, einfach weil ich es gerne wüsste, wie das funktioniert. Hm. Und dann wüsste ich es ja. Ja, genau. Dann könntest du auch cool anwenden. Finde. Cool. Ja. Captain Jack Sparrow oder Klaus Störtebeker? Weiß ich jetzt nicht, ob Klausi. Das... Ja, also ich, nein, natürlich Jack Sparrow und natürlich erst auf Platz 1 auf jeden Fall. Weil Klaus Störtebeker, da gibt es noch keine Filme so richtig drum. Von, meinst du nicht? Ja, ihr habt's auch, aber nicht drei Teile. 15 oder so. Ja, genau, mit Jürgen Brinkmann in der Hauptrolle oder wisst ihr wie halt. Klaus-Jürgen Busse in der Hauptrolle. Jürgen Brinkmann ist geil. Ja, genau. Ich weiß über Klaus Störtebeker, weiß ich gar nicht, muss ich sagen, glaube ich. Ja, war mit dem Kopf. Ein deutscher Pirat, genau, der da an ja, der dann noch gesagt ewig, hat. Genau, genau, aber ansonsten weiß ich von seinem Leben, weiß ich gar nicht viel. Ja, ja, ich glaube, Jack Sparrow finde ich lustig als Figur, glaube ich. Den finde ich cool. Ja, ja. Na, bei mir auch ganz klar Jack Sparrow. Na, sehr schön. Die Black Pearl oder die Flying Dutchman? Ich finde ja die Flying Dutchman cooler. Ja? Ja. Das ist dieses Geisterschiff? Genau. Aber die Black, ja. Die Black Pearl ist auch ein Geisterschiff. Ach, so ein Geisterschiff. Also, ja, aber die Flying Dutchman hat irgendwie, finde ich, ist ansprechender für mich. Okay, weil die auch... falsch rumfahren kann. Genau. Weil es im Prinzip auch ein U-Boot ist. Ja, genau. Boah, ich kann mich da nicht entscheiden. Ich weiß da nichts irgendwie. So oft habe ich jetzt diese Filme auch gar nicht gesehen. Also das Problem ist irgendwie, ich erinnere mich meistens an Filme nicht so, wenn die mich nicht so richtig mitnehmen irgendwie. Und deswegen kann ich dazu ja nicht sagen. Ich würde das Oder da nehmen, ich weiß es nicht. Ich nehme die Black Pearl, weil sie kruftiger ist. Ah, das ist natürlich. Das ist allerdings, ja, das stimmt. Da hast du recht. Na dann, die Schatzinsel oder Robinson Crusoe? Also da auf jeden Fall Robinson Crusoe, weil ich habe den immer so ein bisschen beneidet, auf so einer einsamen Insel zu leben. Hm. Gut. Das hat dann irgendwann genervt, als der Freitag dazu kam, da wurde es mir ein bisschen anstrengend, aber solange er da alleine war, fand ich das Buch richtig cool. Okay. Schatzinsel ist zu stressig, da sind immer Piraten, alle wollen den Schatz. Einer rennt dem anderen hinterher. Ich könnte, Chilia ist schon Robinson Crusoe. Okay. Ich befürchte, ich habe das auch irgendwann alles gelesen, aber das war nie mein Ding irgendwie. Das hat mich nie wirklich interessiert. Insofern. Nee, du kannst dich mit der Piratenthematik nicht so richtig anfangen. Nee, ist nicht so mein Fall. Sag du mal, Jeans. Lieber. Die Schatzinsel natürlich. Mich. Ja. Schatzinsel. Weil es da einen Schatz gibt. Außerdem ist das ja nur die Piratenstory. Ja, das stimmt. Also. Okay. Worum geht's denn da? Aber was sind, ist denn die aber Schatze? Sind beide. Kann mich ja nicht mehr erinnern. Beide Klassiker. Also Robinson Crusoe kann ich mich halbwegs erinnern an die Story. Worum geht's denn in der Schatzinsel? Eine Schatzinsel. Ja, aber man kann es darauf runterbrechen, oder? Auf einen Schatz, auf einer Insel. Im Detail kann ich das jetzt auch nicht wiedergeben. Ich weiß nur, dass es für einen jungen Menschen ganz cool und spannend war, quasi. Ah, okay. Naja, dann. Ja. Okay, nächste. Orinoco Flow, heißt es so? Oder ja. Rivers of Babylon? Oh, das ist ja, wie sich zwischen Pest und Cholera zu entscheiden. Das erste kenne ich nicht mal. Das erste ist von Enya. Ja, klar. Was? Kennst du auch, wenn du das hörst, kennst du 100%. Ja, kennt jeder. Der große Enya-Hit ist das. Ja, genau. Okay. Bevor die Türme eingestürzt sind. Ja. Das war dann der zweite große Enya-Hit. Okay, oh Gott. Also ich würde Orinoco Flow wählen, weil. Ja, sing noch mal, Jeans. Sail away, sail away. Ah, und so weiter und okay. So. Hat's wirklich, okay, hast du es jetzt rausgekriegt? Reicht, ja. Wahnsinn, ja. Okay. Ach, okay. Wahnsinn. Guck krass. Ja. Tja, dann
Das ist dann wirklich schwierig, oder? Also ich meine, es ist jetzt beides. Ja, so aber halt ich finde, der zweite ist Bonnie M. Also. Ja, eben. Das hat auch aber eine gewisse Komik. Ja, Leute. Ja. Ja, dann nehmen wir das eben, ja. Boah, also, schwierig. Das ist beides nicht schön. Ich hab ja aus meiner Kindergartenzeit eher eine Connection zu Bonnie M. Insofern nehme ich Rivers of Babylon. Obwohl es wirklich schlimm ist. Es ist wirklich ganz schlimm. Ja, aber das ist schon wieder so schlimm, dass es doch cool ist. Also ich sage ganz klar Rivers of Babylon, weil das ist so ein herrlicher Trash. Das ist ich glaube, die Leute wussten. Vor allen Dingen fängt mit einem Bibelzitat an, der Song. Habt ihr das gewusst? Nee. Das heißt ja so übersetzt, am Ufer des Babylon saßen wir und weinten. Das ist ja aus der Genesis oder so, wo die Juden nach Babylon verschleppt wurden und dann... Oh, guck mal, hat so ja Tiefgang. Ja, also ja. Haben sie auch gut umgesetzt, finde ich. Auf jeden Fall. Das Tiefgründige. Ich finde, die haben die Thematik, diese Dramatik haben sie gut umgesetzt in dem Song. Na, guck mal. Ja, ja. Na dann, ist doch alles klar. Ich bin mir sicher, die wussten damals schon, dass die totalen Dreck machen und haben sich ins Fäustchen gelacht, glaube ich, alle. Das ist zusammen. Das Einzige, was man so hoffen kann, ja. Ansonsten, ja. Du denkst also, traurig. Frank Farian hatte jetzt nicht so den Tiefgang und hat Pulitzerpreis eigentlich nachträglich für sein Lebenswerk verdient. Wahrscheinlich hat er das wirklich ernst genommen. Ja. Naja, egal, aber ich finde es trotzdem lustig. Lebt also. Eigentlich Frank Farian noch? Nee, der ist kürzlich erst gestorben. Deswegen haben sie einen Film über ihn gedreht. Ernsthaft? Ja, ja. Herr Jemini. Na, das ist ja schön. Den Film werden sie wahrscheinlich schon ein bisschen eher gedreht haben, aber er ist passend dazu zum Gestorben quasi. Ja. Ungeplant, gehe ich mal von wenn aus. Da nicht mal irgendwie die Hand von Netflix. Nee, der dabei. Ist aber auch echt alt geworden, war auch über 80. Also okay. Na dann. Ding. Hat sich aber auch die letzten 30 Jahre nicht mehr verändert, optisch. Echt? Ja, genau. Völlig auch. Genau wie Rolf Eden. Ja. Oder Donald Trump. Genau. Speziell für Jeans die nächste Frage. Santiano oder Mr. Hurley und die Pulveraffen? Eieieiei. Da bin ich froh, dass ich das dir beantworten muss. Ja. Doch, ach so, ich muss das alleine beantworten? Ja. Nee, wir müssen das schon auch alle beantworten. Ja, ja denke ich klar. Auch. Ja. Ich kann das ja nicht beantworten. Ich kenne weder von den einen noch von den anderen Song. Es ist irgendwie total schlimm. Ich habe mal Mr. Hurley und die Pulveraffen im Ohrenbluten gehabt, glaube ich. Ich dachte, ich hätte die gehabt, oder? Hattest du die gehabt? Oder hast du die gemacht und ich habe noch reingehört, weil ich neugierig war? Ich weiß nicht. Da hat mir das auf jeden Fall auch schon angehört. Okay. Das scheint euch ja richtig im Gedächtnis geblieben zu sein, die Musik. Ja. Ich kann leider jetzt wirklich nicht sagen, was ich denke. Das wäre, glaube ich, zu hart für einen Podcast. Okay, das aber, reicht aber eigentlich. Also ich ja, glaube, genau. Das sagt's ja. Das reicht, muss er als Antwort reichen. Ich finde auch, ja. Na, dann machen wir das nächste gleich. Zitrusfrüchte gegen Skorbut oder Kartoffeln? Zitrusfrüchte gegen Kartoffeln? Also ich mag Beet gleich gerne. Ich esse so ja gerne Pellkartoffeln mit Zitronensaft. Aber da man sich ja entscheiden muss, würde ich sagen Kartoffeln. Ja. Hilft es denn auch gegen Skorbut? Ja, Kartoffeln haben ja angeblich noch mehr Vitamin C als Zitronen. Ah. Echt? Ja. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber ich hab's irgendwie mal so gehört. Muss man ja auch roh essen? Also, die ein oder andere Fake News kann man so einem leiden Podcast durchaus verbreiten. Finde okay. Auch, ja. Dann bestätigt ihr das jetzt. Ich habe gerade gegoogelt, okay. Habe gesagt, ich habe doppelt so viel Vitamin C wie Zitronen. Aber nur, wenn man so roh isst, oder was? Wahrscheinlich, ja. Ja. Weil ich meine, ungewaschen und nur die Schale. Zitrusfrüchte kannst du ja auch. Kannst du auch roh essen, ne? Ja. Als Bitterlemon geht es ja auch nicht mehr durch, dann gegen Skorbut wahrscheinlich. Nee, aber wenn du noch davon da hast, macht dann Skorbut viel mehr Spaß. Ich habe schon wieder viele Ideen für den Titel dieser Folge. Ich nehme auch Kartoffeln irgendwie, obwohl ich beide gerne auch esse, ja. Also ich bin ja großer Zitrusfrüchte-Fan, deswegen muss ich natürlich Zitrusfrüchte nehmen. Ja. Da bin ich jetzt wirklich, obwohl ich Kartoffeln auch Also das mag. Stimmt Kartoffeln natürlich, Zitrusfrüchte esse ich tatsächlich so gut wie täglich. Kartoffeln nicht, also aber trotzdem. Naja, egal. Weißer oder brauner Rum ist die letzte Frage. Brauner Rum. Ach, auf jeden Fall, brauner Rum. Weißer ist ja ekelhaft. Das sagen alle so, ich habe keine Ahnung, deswegen sage ich auch brauner Rum. Ja. Also, ja. Kannst du glauben. Aber am liebsten gar keinen Rum, wenn ich ehrlich bin. Echt? Oh. Ja, vielleicht kann man auch ein Fass Bier mit aufs Schiff nehmen, oder? Ja, klar. Bestimmt. Das hält sich so hoch. Nehme ich. Dann nehme ich Pilz. Braunes Pilz. Nein, Bock, nee, Bock, also weder weiß noch braun. Deswegen habe ich extra gesagt, ein Pilsener Pilz. Ein
Ein Bier gebraut nach Pilsener Brauart. Hm. Nehme ich. Ein Fass von. Also da nehme ich lieber den braunen Rum, glaube ich. Das finde ich irgendwie sehr viel netter. Kann ja jeder machen, wie er möchte, auf dem Schiff, auf unserem Schiff. Genau. Unser Traumschiff. Auf unser Traumschiff MS Rheinenergie. Genau. Ja, können wir mal gucken, ob der Flori auch dabei ist. Der Florian Silbereisen und die. Oh ja. So, die ganzen Leute. Wie heißt der andere? Sascha Hehn? Nee, ich glaube, der ist schon länger weg, der, oder? Der ist schon länger weg, ja, glaube ich. Ja. Naja, egal. Na dann. Hätten wir das für heute, oder? Ja, würde ich sagen. Cool. Wir wollen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Genau. Also morgen nicht vergessen, früh aufstehen, weil das geht früh los. Nicht verschlafen, Wecker stellen und so. Dann bis bald und bleibt gesund. Und wir freuen uns auf unter schwarzer Flagge. Genau. Wir sehen uns auf dem Ausflug. Genau. Bis später. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, vielleicht schneiden wir es die ganze Passage raus, fällt mir gerade ein. Ja, das fühlen sich bestimmt manche auf den Schlips getreten. Das geht ja gut los.